Ja, ich möchte noch was ergänzen. Da ich wirklich davon ausgehe, dass es auf jeden Einzelnen von uns ankommt, lohnt es sich für mich eben auch, diese Videos hier jetzt zu machen, auch wenn die nicht so viele hören. Ich habe heute Morgen eins gemacht. Wahrscheinlich werde ich das hier ein kurzes vorher reinstellen und das von heute Morgen kommt dann in Folge. Also die Ergänzung werde ich voranstellen. Ich möchte wirklich nochmal aufzeigen für die, die es noch nicht so richtig fassen und glauben können. Es ist jetzt eine ganz andere Qualität. Ja, das ist ja alles auch was Schwingendes, ja, was im Feld drin ist, was Energetisches. Einerseits für mich wirklich diese Christuskraft, nicht aussteigen. Herz, Transformation, aber auch von die Christuskraft ist für mich eine wichtige Seite dessen, was jetzt hier geschieht. Wir sind dabei, dass die Menschheit, das Bewusstsein erwacht, dass wir auf eine andere, höhere Ebene gelangen können. Der Prozess läuft, wir sind dabei, aber auf der anderen Seite läuft da unten im tiefen Staat, im Deep State eben auch viel ab, um das zu verhindern. Ich gebe einfach mal die Vision rein, Sie können es vielleicht verzögern, aber nicht verhindern. Es ist so viel im Netz, manchmal weiß ich auch nicht mehr, beispielsweise wird ja auch gesagt, Putin von manchen Seiten gehört zum Deep State, ist aber auf der anderen Seite schon jemand, der gut für sein Volk sorgt. Ich meine, die Rothschilds muss man hier nicht erwähnen. Die kennt jeder. Oder in Englisch, Rothschilds. Das ist eine sehr mächtige Familie. Ewig da drin. Uralt. Aber das sind ja nicht die einzigen. Bill Gates spielt eine ganz entscheidende Rolle jetzt bei der WHO in Sachen Virus, Impfzwang. Ich glaube, ich gebe jetzt einfach mal den Tipp rein. In dem Video, was ich heute Morgen gemacht habe, habe ich die Connection zwischen ihm und Weinstein benannt. Das war Epstein. Da hatte ich mich geirrt, aber das ist auch gar nicht so wichtig, das ist auch gar nicht so entscheidend. Natürlich für die, die sich mit den Details beschäftigen, schon, aber. Oder eben Q, habe ich im Video vorher auch erwähnt. Viele vermuten jetzt, dass diese Gruppe, die da kryptisch so viel vorhergesagt hat, was sich bewahrheitet hat, zum Teil vielleicht tatsächlich aus dem Deep State kommt, also dass es einfach Menschen von dort sind, die irgendwann ausgestiegen sind, die irgendwann auch so wie erwacht sind und das nicht mehr mittragen wollten, was die dunkle Seite eben tatsächlich vorhat, ja, im Sinne von George Orwell-Szenario, Tribute von Panem wäre vielleicht auch so ein Beispiel. Ich meine, in den ganzen Science-Fiction-Sachen aus Hollywood ist uns diese Vision ja zum Teil auch schon wie einsuggeriert worden. Denn wie diese Bilder der Medien auf die Menschen wirken, wie suggestiv, wie das reinknallt, wie sich das auswirkt. Ja, das wissen natürlich die, die aufgeklärter sind, heute alle. Und deswegen ja auch diese ganzen Aktionen, diese Warnungen gegen die Manipulation der Mainstream-Medien. Ich empfehle jetzt mal was. Bitte nicht aussteigen, nur weil ihr da was hört zu Beginn von Maya-Kalender oder Mondphasen, wer sich mit sowas nicht anfreunden kann. Es ist auch nicht unbedingt nur die helle Vision. Es wird aufgezeigt, was ist, was sein kann, aber eben, es sind doch Leute, die Hoffnung haben, die positive Vision mit hochhalten. Und das halte ich für sehr wichtig. Die Natur erwacht, die Menschheit erwacht. Diese Gruppe Q hat wohl auch gesagt, der März wird heiß.
Viele dieser kryptischen Prognosen treten ja ein. Man hat sie manchmal zunächst nicht verstanden und dann erst, wenn es da war, begriffen. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Und die Vision, dass Corona der Lichtkranz der Sonne ist, dieses Frühlingserwachen jetzt in Verbindung zu bringen mit unserem Erwachen, mit dem Erwachen in der Menschheit. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Wir können alle mit unterstützen, dass das Ganze hochkommt und dass eben da aufgeräumt wird im Deep State und dass, nachdem all die Kleinkriege ja nicht so gefruchtet haben, kommt jetzt der Shutdown, der Nullpunkt, die Viruswelle, dass das eben zum Segen für die Menschheit wird. Die Natur erholt sich ja schon. Natürlich sind jetzt viele auch wirklich in Angst, können ihre Existenzen verlieren, denn wo sollen all die Gelder herkommen, um das zu verhindern? Was da jetzt praktisch für ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, gerade für die Klein- und Mittelständler. Aber eben, wenn wir im Vertrauen bleiben, dann, ich meine, dann haben wir auch einfach die Vision, dass die Federal Reserve, dass die Weltbank jetzt eben fällt, dass diese Dinge, die Strukturen fallen und dass nicht dabei herauskommt, dass, natürlich ist das der Plan des Deep States, die sowieso schon die ganze Power haben und das ganze Geld, dass die dann nochmal gestärkt daraus hervorgehen. Das ist natürlich deren Magie und deren Plan. Sondern dass immer mehr Menschen erwachen. Und ich hoffe, dass auch irgendwie langsam mehr und mehr, die es noch nicht glauben wollten in Deutschland und in Europa, dass Trump auf der richtigen Seite ist. Er hat ja nicht nur in Amerika die ganze Sache da, er hat keinen Krieg geschürt und provoziert wie Bush. Bush ist Deep State, die ganze Familie uralt, lange dabei. Er hat aufgeräumt in Sachen Drogenschmuggel, in Sachen Kinderhandel, in Sachen Pädophilie. Und er hat ja nicht nur für die Staaten da schon ganz viel Gutes bewirkt, sondern auch global, weltweit. Ich empfehle jetzt noch kurz was. Das ist immer noch, also noch ist es im Netz. Und wie gesagt, steigt bitte nicht aus, nur weil er was hört von Maya-Kalender und Mondphasen. Ich sage auch nicht, dass die... Ich denke, niemand hat im Moment den Anspruch, dass alles, was da gesagt wird, ist wahr. Und wie gesagt, sie klären auch auf, sie zeigen schon auch auf, was sein könnte, wenn es nicht lichtvoll nach oben geht. Aber sie sind welche, die den Glauben haben und die dazu beitragen, dass es hochgeht. Ich sag mal einfach ganz simpel formuliert, dass es gut kommt. Jetzt für diesen Planeten, für die Menschheit. Und ich meine, die an Gott glauben, jetzt ist wirklich die Zeit, um da wirklich die ganze Power auszurichten, da, ich sag mal eben wirklich Gebet, Gedanken, Manifestationen und wirklich auch da, ich meine, ich gehöre zu denen, die an die geistige Welt glauben, die an den Schöpfer glauben und die eben glauben, dass von da jetzt die Unterstützung auch kommt, dass wir nicht alleine sind, denn es ist ein Kampf des Bewusstseins, es ist ein geistiger Krieg. Das ist ja heute auch mehr und mehr vielen Menschen bewusst. Also, das Video, was ich empfehle, heißt Zeitqualitäten Spezial Shutdown der Weltgesellschaft - von Blaupause TV. Im Moment ist es auf YouTube, die haben aber auch ihren eigenen Kanal, den benennen sie da auch für den Fall, dass sie, weil sie werden auch oft schon rausgeschmissen und geblockt und so weiter. Und man weiß ja im Moment auch nicht, wie lange, das Internet und alles das noch läuft, ob da nicht auch nochmal ein Shutdown demnächst eintreten wird. Gut, ja, und eben das Positive ist ja, die Natur erholt sich zum Teil schon, beispielsweise in Venedig, die Kanäle, der Tourismus ist nicht mehr da. Also die Natur hat schon Möglichkeiten, sich zu regenerieren, die Menschen finden wieder diese Solidarität der Gruppe. Das ist ja drin in uns, in unserem Herzen, ja. Ich meine, wie Shakespeare sagte, meine Krone ist in meinem Herzen. Corona. Also,
Vergesst nicht, es kommt auf jeden von uns an, auf jeden Einzelnen und verbreitet das ruhig mal und hört ruhig mal rein und steigt bitte auch nicht gleich aus. Sie erwähnen natürlich auch die Bevölkerungsreduktion, sie bringen da auch Zahlen. Also es ist eben, da bin ich manchmal auch schon so ein bisschen vorsichtig. Aufklärung gut, aber natürlich nicht so bringen, dass man es mit manifestiert, indem man den Fokus darauf richtet, indem man es in dem Sinne schon auch so mit ausspricht, als wäre es schon da. Aber ich finde es im Moment trotzdem hörenswert. Ich sage den Titel nochmal. Aber noch wichtiger finde ich, dass wir die positive Vision hochhalten. Und ja, das Vertrauen haben, dass der Schöpfer, die geistige Welt, das Erwachen der Menschheit jetzt wirklich unterstützt und mitträgt. Nicht nur unterstützt, mitträgt. Der Prozess läuft ja. Also wie gesagt, Zeitqualitäten Spezial, Shutdown der Weltgesellschaft, -blaupause.tv. Soll aufklären, gibt zum Teil auch Hoffnung, wen es an der einen oder anderen Stelle eher ängstigt. Dann dran denken, da ist Unterstützung und es kommt auf unser Herz jetzt, auf unsere Hoffnung, auf unsere positive Vision an. Gut.